Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich dachte für dieses Video, dass ich euch meine nächsten 5 neuen Bücher zeigen möchte, die noch auf meiner Neuzugängeliste stehen. Langsam nähern wir uns ja dem Ende dieser Liste, weil ich ja aktuell noch in einem Buchkaufverbot bin. Ich habe ja gesagt, dass ich die Bücher, die ich aus einer Sub-Challenge nicht schaffe, dass ich die bis Ende des Jahres lesen muss und wenn ich das dann immer noch nicht getan habe, die Bücher definitiv aussortiert werden, weil dann hat es einfach keinen Sinn, dass ich diese Bücher noch lese und dann brauchen sie hier auch nicht rumstehen. Und weil mir aber das zu lang ist bis Ende des Jahres und wir uns ja erst in Mitte des Jahres befinden, habe ich gesagt, dass ich, bis ich diese beiden Bücher gelesen habe, keine neuen Bücher kaufen darf. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt bis Ende des Jahres keine neuen Bücher kaufen werde. Dann ist es so. Aber so verringert sich ja auch mein Sub. Und dieses Buchkaufverbot fällt mir mittlerweile wirklich verdammt schwer. Also ich vermeide es, auf Buchseiten zu stöbern oder auch in Buchladen zu gehen, einfach weil ich dieser Versuchung überhaupt gar keine Möglichkeit bieten will. Und wenn ich mir andere Booktuber anschaue oder Bookstagrammer, setze ich mir in der Regel wenigstens die Bücher noch auf die Wunschliste. Aber manche Sachen sind schon echt hart an der Grenze, wo ich wirklich schon denke, ach, ich würde jetzt so gerne mehr ein neues Buch kaufen oder beziehungsweise dieses Buch kaufen, was einfach so wunderbar klingt. Aber dafür ist die Wunschliste da und mein Sub wird dadurch kleiner, wenn ich mir keine Bücher kaufe. Und es fühlt sich eigentlich auch sehr, sehr gut an, keine Bücher zu kaufen, weil dann gibt man wenigstens den Büchern, die man hat, die Chance auch gelesen zu werden. Und meine Liste, die ich euch noch zeigen kann, beziehungsweise die Bücher, die ich da noch drauf habe, wird zwar auch kleiner und irgendwann wird es wahrscheinlich wegfallen, dass ich euch meine neuen Bücher zeigen kann, aber aktuell sind noch ein paar drauf und die möchte ich gerne euch noch. Ich glaube, ich habe noch für ein, zwei Videos Bücher, die ich euch zeigen kann, aber dann ist auch wirklich Ende. Vielleicht ist es auch bloß noch eins und mit dem sind es dann zwei, werden wir mal sehen. Aber die nächsten 5 neuen Bücher möchte ich euch gerne jetzt in diesem Video zeigen. Das erste Buch, das ich hier habe, beziehungsweise das ich euch zeigen möchte, ist ein Buch, das mich wie magisch angezogen hat, als ich es im Buchhandel gesehen habe. Vor allen Dingen, weil ich ja den ersten Band einer Reihe, die sehr, sehr bekannt war und letztes Jahr in vieler Munde war, ich auch sehr hoffe, dass sie mir gefällt und ich jetzt eine zweite Reihe hier von dem Autoren habe. Aber es ist tatsächlich auch nur eine Trilogie und nicht ganz so bändelastig, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz hat mich dieses Buch quasi magisch angezogen. Und zwar spreche ich von Der Narrenturm von Andrzej Sapkowski. Und zwar hier in der Reihe, die Der Narrenturm genannt wird. Und dieses Buch ist das erste Mal 2003 veröffentlicht worden und jetzt im November 2020 vom DTV Verlag nochmal neu übersetzt bzw. nochmal neu veröffentlicht worden. Das Buch ist aus dem Polnischen von Barbara Sambowska, wenn man sie so ausspricht, hoffentlich übersetzt worden und hat insgesamt 744 Seiten. In Der Narrenturm befinden wir uns ja im Jahre 1422 in Schlesien und der Protagonist Reinmar von Bielau wird in Flagranti erwischt mit einer jungen Frau, mit einer jungen verheirateten Frau und die Brüder des Ehemanns der Frau verfolgen nun unseren Protagonisten und wir folgen nun diese Verfolgungsjagd. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil es sich um den Protagonisten auch um einen, wie nennt man das, einen Medikus handelt. Und ja, bin gespannt, was diese Reihe hier für mich bereithält. Und ich bin ja tatsächlich ein sehr, sehr gerne Leser von historischen Romanen, historischen Kriminalromanen, aber auch, ich denke mal, dass auch diese historische Verfolgungsjagd auch was für mich sein könnte und ich habe das Gefühl, dass es hier auch noch ein bisschen so in die Krimi-Geschichte geht oder in die Krimi-Ecke oder Krimi-Genre, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass das Buch tatsächlich was für mich sein kann und dass ich sehr, sehr viel Freude mit dem Buch haben kann, vor allen Dingen auch mit der Reihe. Ist natürlich ungünstig, dass ich wieder eine Reihe beginne, aber ich habe irgendwie so einen Touch für Reihen. Ich mache das unheimlich gern und auch, ja, ich komme von Reihen einfach nicht weg. Ich weiß nicht warum, aber ja,
Ich freue mich sehr auf dieses Buch, ich freue mich sehr auf diese Reihe und vor allem freue ich mich auch endlich mal die Hexerreihe zu lesen und zu beginnen. Die wurde ja auch neu aufgelegt und da möchte ich eigentlich auch gerne nochmal reinlesen, ob das was für mich ist, aber die ist nun um Längen von der Bänderanzahl viel, viel größer als die hier. Vielleicht probiere ich es einfach erstmal mit dir, bevor ich die Hexerreihe anfange. Bei dem zweiten Buch, was bei mir neu eingezogen ist, handelt es sich um einen Fantasy-Klassiker, würde ich fast sagen. Er ist 1984 das erste Mal veröffentlicht worden, also ich denke schon, dass es sich um einen Klassiker handelt und einen Fantasy-Klassiker und der auch sehr, sehr bekannt ist und vor allem, weil er auch einfach verfilmt worden ist. Und die liebe Vilja hat dieses Buch in einem ihrer Videos, glaube ich, vorgestellt oder dass sie das gerne lesen möchte und ich war davon ebenfalls so begeistert, weil es auch nach einem Buch klang, was mich begeistern konnte und da konnte ich dann einfach, als ich es gesehen habe, im Buchladen auch nicht mehr widerstehen. Und zwar spreche ich von dem Buch Der Wüstenplanet von Frank Herbert aus dem Heine Verlag. Mir ist leider beim Einkaufen ein kleines Missgeschick passiert und zwar ist diese Broschüre hier umgeklappt und als ich es in den Beutel gesteckt habe, das ärgert mich total, weil es ja auch ein neues Buch ist. Aber ich habe gesagt, wenn das Buch was für mich ist, dann werde ich mir es wahrscheinlich nochmal neu kaufen und das Buch dann einfach weitergeben. Und wenn es nichts für mich ist, dann habe ich jetzt auch einfach, nicht so den großen Ärgernis. Aber es ist halt auch, wie gesagt, eine Auftakt einer Reihe, einer sehr, sehr seitenstarken Reihe. Aber ich wollte es einfach probieren, weil es mich einfach so angesprochen hat. Und zwar geht es hier um die fantastische Welt Arrakis und wie die Menschen auch diesen Wüstenplanet sich angepasst haben beziehungsweise wie sie ihr Leben bestreiten. Und das macht mich unglaublich neugierig, auch vor allen Dingen auf dieses Gedankenspiel, auf einem Wüstenplaneten zu leben und die eine oder andere Gefahr zu trotzen, bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt, ob mir das gefällt. Diese 800 Seiten wurden ja aus dem amerikanischen Neu von Jakob Schmidt übersetzt und bin gespannt, ob es dadurch vielleicht so ein mehr in unsere Welt, also in unsere jetzige Zeit passt und ob es mir gefallen wird und ob mir die Reihe generell gefällt beziehungsweise ob dieses Genre, Fantasy ist schon etwas für mich, aber das ist ja schon nochmal eine andere Art von Fantasy und auf einer ganz anderen Ebene und von daher bin ich gespannt, ob mir das zusagt und ob das was für mich ist. Mit 800 Seiten ist es natürlich jetzt auch kein Buch, was man eben mal so schnell wegliest und aber ich sag mal so, mein Perry Roden gefällt mir auch sehr gut. Ich meine, es spielt zwar auf der Erde, aber ich habe da auch sehr meine Freude daran und ich kann mir vorstellen, dass das Buch auch etwas für mich ist und bin schon sehr gespannt. Ja, das ist, was mich nur so ein bisschen ärgert. Ich dachte immer, das wäre ein Einzelband, habe dann bei meinen Recherchen ja aber gemerkt, dass das ja auch eine sehr große Reihe schon ist. Ich glaube, das hat insgesamt ja 9 Bände. Da wurden zwar nur 6 Bände davon übersetzt, also neu übersetzt, aber trotzdem sind 9 Bände tatsächlich doch schon ein ganzer Batzen an Büchern, den man dann auch erstmal lesen muss. Aber ich wollte es einfach probieren. Ich wollte diesem Buch einfach die Chance geben, egal ob jetzt, und das will ich immer noch, egal ob die Reihe jetzt schon doch schon sehr bändelastig schon ist. Wir probieren es einfach mal aus, beziehungsweise ich probiere es einfach mal aus und probiere mein Glück, weil abbrechen kann ich es am Ende immer noch. Bei dem dritten Neuzugang, den ich euch zeigen möchte, habe ich mich tatsächlich vom Hype einfach anstecken lassen. Man kann es gar nicht anders sagen. Und eigentlich bin ich auch immer noch sehr, sehr neugierig und eigentlich hätte ich eigentlich schon mal lesen können, weil so viele Seiten hat es dann eigentlich doch nicht. Und es spielt einfach mit einem Gedankengang, den ich sehr interessant fand und der mich sehr neugierig gemacht hat. Auch die ganzen Buchbesprechungen haben mich sehr neugierig gemacht auf das Buch. Und zwar spreche ich von Die Harpyie von Megan Hunter aus dem C.H. Beck Verlag. Dieses Buch wurde ja im Februar diesen Jahres veröffentlicht und hat insgesamt 229 Seiten. Und hier geht es ja darum, dass eine Frau ihren Mann bei seinen Betrug quasi, also der Mann hat sie betrogen, erwischt und als Wiedergutmachung hat die Frau 3 Wünsche frei und darf sich halt eben alles wünschen von diesem Mann, was sie gerne möchte. Oder als Bestrafung ansehen.
Ich glaube, es war Bestrafung, bin mir gerade nicht ganz sicher. Und ich finde dieses Gedankenspiel sehr, sehr interessant und vor allen Dingen, was es dann mit der Protagonistin macht. Und ich habe ja schon diverses von diesem Buch gehört, Positives wie Negatives. Deswegen hat es mich auch so neugierig gemacht. Es ist ja sehr, sehr kontrovers diskutiert worden. Und ja, deswegen muss es bei mir einfach einziehen. Ich hatte gar keine andere Wahl, als dieses Buch ja, zu Hause zu geben und meine eigene Meinung über dieses Buch zu lesen. Meine eigene Meinung über dieses Buch zu bilden. Und ja, bin schon sehr gespannt. Und ich bin mir sicher, dass ihr dieses Buch bereits kennt, beziehungsweise wenigstens vom Hören sagen, weil es war wirklich in aller Munde, dieses Buch. Weil ich noch nicht genug rein auf Takte, bei mir im Regal stehen habe, durfte dieses Buch natürlich nicht noch fehlen. Es macht die ganze Sache nur noch runder, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Katja von Katjas Liest, also schaut gerne mal in ihren Instagram-Profil vorbei. Ich werde es euch natürlich ebenfalls sehr gerne verlinken. Hat von diesem Buch sehr geschwärmt. Sie liest es mit ihren Kindern. Und ich dachte, das ist einfach mal wieder so eine richtig schöne Abenteuergeschichte, die man bestimmt auch gut als Erwachsener lesen kann. Und ich wollte einfach mal mein Glück probieren. Auch wenn diese Reihe auch schon ebenfalls 6 Bände hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass man das recht schnell liest, weil es sich ja dann doch um ein Kinder- bzw. Jugendbuch handelt. Ich bin mal gespannt, ob es noch was für mich ist, ob ich nicht doch schon zu alt dafür bin, ob mich die Protagonisten nicht vielleicht am Ende doch nerven. Aber sei es wie sei, ich wollte es einfach probieren, weil es einfach so gut klang bei ihr. Und zwar spreche ich von Land of Stories, die Suche nach dem Wunschzauber von Chris Colver aus dem Sauerländer Verlag. Dieses Buch wurde im März 2019 das erste Mal veröffentlicht und ist aus dem Englischen von Fabienne Pfeiffer übersetzt worden. Insgesamt gibt es hierzu schon 6 Bände, also die Reihe ist auch schon etwas größer und macht mir auch ein bisschen Angst, aber ich fand einfach die Story so interessant, es hat mich einfach so angesprochen, weil es mich auch so ein bisschen an die Chroniken von Narnia erinnert. Und zwar haben Alex und ihr Zwillingsbruder Connor ein sehr, sehr altes Buch entdeckt und mit dem Finden dieses Buches beginnt ihr Abenteuer. Also ich finde, es klingt total nach, ja, Chroniken von Narnia und ein schönes Abenteuer, ja, eine schöne Abenteuergeschichte und ich bin schon sehr gespannt. Vor allem gefallen mir die Bücher auch sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass sie was für mich sind und dass sie einfach mal so Bücher für zwischendurch, vielleicht für so Bücher, die wirklich ernste Themen behandeln und man da einfach mal so eine Pause noch dazwischen braucht. Ich hoffe sehr, dass das was für mich ist und dass ich meine Freude daran habe werde. Bei dem letzten Buch, das ich jetzt hier noch auf meinem Schoß habe, wurde ich von der lieben Anja von dem Book Friends Forever, ich verlinke euch gerne ihren Kanal in der Videobeschreibung, aber ich bin mir sicher, dass ihr sie bereits kennt, neugierig gemacht worden. Und zwar handelt es sich um ein Buch, wo ich eigentlich finde, dass ich das viel mehr lesen sollte und ich habe früher auch viel mehr in diese Richtung gelesen. Es hat so ein bisschen, ja, abgenommen und ich dachte, das bietet sich einfach an, mit diesem Buch da auch wieder ein Stück weit reinzukommen, auch weil das Thema nicht gerade ohne ist und weil man da wirklich viel, ja, nachdenkt, viel für sich aufarbeiten muss, beziehungsweise das Gelesene aufarbeiten muss. Aber ich finde, das gehört einfach dazu. Das gehört dazu, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auch immer wieder daran zu erinnern, damit es einfach nicht unter den Tisch gekehrt wird oder unter den Teppich gekehrt wird und dass wir es auch einfach nicht vergessen. Und zwar rede ich von Die Frauen von Birkenau von Severinia Smaglewska, ich hoffe, man spricht sie so aus dem Schöffling und Co. Verlag. In diesem Buch beschreibt die Autorin ihre Erlebnisse als politische Gefangene in Auschwitz und Birkenau. Ich glaube, dass dieses Buch mich ganz schön an meine Grenzen führen wird, aber ich möchte dieses Buch unbedingt lesen. Ich möchte mich wieder mit diesem Thema mehr auseinandersetzen, weil es einfach dazugehört, wie ich schon sagte. Ich finde es unglaublich wichtig, daran zu erinnern und auch immer wieder ins Bewusstsein zu rücken, was denn mal gewesen ist und wo wir nie wieder hinwollen. Und von daher ist es ein Buch, was ich unbedingt gerne lesen möchte. Und ich hoffe wirklich sehr, dass es ein Buch ist, was ich euch am Ende dann auch empfehlen kann.
das waren nun meine 5 neuen Bücher, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich glaube, es kommen bestimmt nur noch ein oder zwei Neuzugänge-Videos. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden sehen. Wir lassen uns alle überraschen. Aber mich würde zum Schluss natürlich wie immer interessieren, kennt ihr eins der Bücher und sagt ihr, hey, das musst du unbedingt jetzt lesen, das ist bestimmt ein Buch für dich, das kann ich dir nur empfehlen, dann ab in den Kommentaren. Ich freue mich immer sehr, wenn wir uns über die Bücher austauschen können. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis dahin, tschüss!